Wir haben heute den 4. Dezember. Hallo, ich bin Jens der Christ und wir gucken mal, was wir so in unseren Adventskalendern finden. Da hätten wir hier das vierte Türchen, immer mit deinem X markiert. So, und wir kriegen hier ein Schriftpaket in Wert von fast 40 Euro. Hier können wir uns zwei verschiedene Schriftarten runterladen. Einmal Mittelalter elegant und Frakturschrift. Für jede der Schrift müssen wir, glaube ich, irgendwie eine E-Mail registrieren oder sowas. Da habe ich wieder keine Lust drauf. Wobei ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche und welche Lizenz dann dahinter steckt, ob ich mit den Schriften dann auch Public Domains Videos machen kann oder nur zum privaten Gebrauch die benutzen kann. Das weiß ich alles nicht, wobei für den Preis von 40 Euro kann man durchaus Schriftarten erwarten, mit denen man auch Videos machen kann, die Public Domain sind oder kommerziell oder sowas. Ich habe vor ein paar Jahren, glaube ich, mal ein Video dazu gemacht, ein Tutorial, wie man Schriftarten installiert und wo man die bekommt. Wenn dich das interessiert, dann findest du das dann da jetzt hier vielleicht irgendwo. Gehen wir doch mal zum nächsten Kalender und zwar zu denen von PC-Welt. Da ist Türchen 4, dann öffnen wir das doch mal. Check Drive 18 Plus. Ja, damit kann man also seine Festplatte checken. Ja. Brauche ich glaube ich nicht. Meine Festplatten sind immer alle okay. Die sind nicht krank. Dann jetzt hier zu den Adventskalender von Chip. Und dann gucken wir mal, was wir unter Türchen 4 finden. Hier finden wir anscheinend ein Programm, mit dem man Bilder verwalten kann. Ich mache jetzt nicht so viele Bilder, sondern mehr Videos. Und ein Programm, mit dem man seine Videos verwalten kann, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich habe gesehen, dass man mit diesem Programm auch seine Bilder, Videos verwalten kann. Aber ob ich das deswegen dann auch kaufe, ich weiß es nicht. Also jetzt nicht kaufe, sondern umsonst, aber ich muss ja wahrscheinlich wieder meine E-Mail-Adresse irgendwo angeben. Ich glaube, ich mache das eher nicht. Aber vielleicht hast du ja Lust. Wenn du übrigens einen guten Dateimanager kennst, der so eine Mediathek von Videos dann da drin hat, irgendwie, wo man auch seine Videos verwalten kann und ansehen kann und sowas, wäre das gar nicht mal so schlecht. Du kannst das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Danach bin ich auf der Suche nach einem guten Programm, was sowas kann, um dann halt ein bisschen mehr Überblick über meine Videos zu bekommen. Aber am besten ein Programm, was jetzt nicht auf Bilder ausgelegt ist und Videos noch zusätzlich kann, sondern ein Programm, was eher auf Videos ausgelegt ist und vielleicht noch Bilder zusätzlich kann. Ja, das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein und ich wünsche dir Gottes Segen und wir sehen uns dann morgen.